So, hallo und willkommen zum nächsten Video und es geht zum Rückspiel gegen Qarabag Aqdam und nach dem 0:0 müssen wir jetzt definitiv gewinnen. Ob es reicht, ich wage es zu bezweifeln, aber bis jetzt hat meine Mannschaft auf jeden Fall immer Moral gezeigt. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass wir wenigstens bis zum Schluss fighten werden und dann sehen wir mal, ob es reicht oder nicht. Das ist wirklich eine gute Mannschaft, definitiv. Und wir hätten auch im Hinspiel tatsächlich gewinnen können oder wenigstens das eine Tor machen können. Aber die Chancenverwertung war wieder mal, wie soll man das ausdrücken, problematisch. Ich glaube, wir hatten 9 oder 10 Chancen, 3 mal 4 mal Pfosten. Und ja, dementsprechend hat es unsere Situation jetzt nicht gebessert, aber ja, man hilft ja nichts. Schauen wir mal, was das Spiel bringt. Ja, das ist gut gespielt. Erster Schuss. Aber wir spielen wieder diese ewig langen Bälle und das ist mir echt ein Dorn im Auge, weil wir sie einfach auch nicht sauber spielen können und auch nicht annehmen können. Das war jetzt gar nicht so ungefährlich. Gefährliche Grätsche. Oh, tolles Tor. Kroljic mit dem Tor. Tolle Einzelaktion. Das wäre mal eine Chancenverwertung, wie ich mir sie vorstellen würde. Eine Chance, ein Tor. Schlechte Position. Eieieiei. Da haben wir jetzt aber Riesenglück gehabt. Der kommt da durch, der kommt durch. Eieieiei. Jetzt spielen wir aber durchaus mit dem Feuer hier. Also 30 Minuten sind um, wir spielen ordentlich. Zum Glück haben wir das eine Tor schon gemacht, aber das ist natürlich noch gar nichts, denn ein Ausgleichstor schmeißt uns aus dem Wettbewerb. Und wieder Glück. Was für eine Chance. Und mein Torwart will irgendwie rauslaufen oder auch nicht. Stand wieder nicht ideal. Mal schauen mal, wer hat die gelbe Karte bekommen eigentlich? Natürlich. Die nächste gelbe. Jetzt fangen wir später an mit den gelben Karten, aber sammeln tun wir sie trotzdem. Also wir müssen wirklich aufpassen. Das ist ein gefährlicher Gegner. Jetzt mal, jetzt mal, jetzt mal. Leider nicht das 2:0. Es bleibt spannend. So, und wir gehen zumindest jetzt mal
In die Pause. Statistik will ich jetzt gar nicht mehr ansehen. Mir reicht das hier schon wieder. Und mir bleibt eigentlich gar nichts anderes über, aus die sofort auszutauschen. Das ist viel zu gefährlich. Mit Gelb-Rot. So, und damit habe ich eigentlich jetzt genau noch eine Option zu wechseln. Und die werde ich so lange abwarten und dann ist es eigentlich nur noch Moukoko, der reinkommen könnte. Falls wir den Ausgleich bekommen, ansonsten werden wir so jetzt schon durchmarschieren müssen. Das ist natürlich nach 45 Minuten nicht ideal, aber Sicherheit geht vor. Und Mandy verletzt sich gleich. Das ist doch nicht wahr. So viel zum Thema, mein Plan. Vor allem, ich habe überhaupt keinen Rechts-Links-Verteidiger übrig. Ich habe niemand, der das spielen kann. So, wie lösen wir das Problem? Conte kann nur rechts spielen. Innenverteidiger habe ich natürlich auch schon ausgetauscht. So, jetzt stellt sich die Frage, was machen wir? Einen zweiten Zentralen reinbringen und dann mit einem Vierer Mittelfeld spielen ohne Außenspieler. Aber da sind wir hier anfällig. Ich bringe Arismendi rein. Ja, das war's dann. 48. Minute, wir haben alle Karten auf den Tisch gelegt. Und machen zum Glück das 2-0 erstmal. Joa Linton mit dem ersten Tor. Aber wir haben noch sehr viel Zeit zu überstehen. Gut gefightet. Geht es wild hin und her. Wahnsinn. Hin und her. Ohne Unterbrechung. Fehlpässe über Fehlpässe und zurückkämpfen. Und wieder zurück. Ja, Wahnsinn. Also auf jeden Fall kämpfen alle hier. Jetzt mal ein Abschluss wieder mal. So, die bringen jetzt noch die frischen Leute rein natürlich.
Wir können nicht mehr wechseln. So, jetzt mal durch, jetzt mal durch. Ja, ist der schnell. War ist der schnell. Zum Glück kommt die Flanke nicht an. So, 82. Minute, 83. Was für ein Fehlpass direkt in die Füße des Gegners. Und das ist genau das. Genauso macht man das. Ein Pass direkt zum Gegner und es gibt sofort die Strafe dafür. Ist das bitter? Das kann noch ganz böse ausgehen jetzt. Oh Mann. Ja, sowas darf man auch. Das ist unfassbar. Was für ein Fehler. So, Freistoß. Nachspielzeit läuft. Können wir uns retten? Nochmal Foul, nochmal Freistoß. Die Zeit läuft. So, jetzt ja nicht in ein Konter laufen. Jawohl. Also, wir schaffen es dann zum Schluss doch noch 2 zu 1. Aber zum Schluss dann auch natürlich wieder sehr spannend. Nichtsdestotrotz überwiegt natürlich die Freude. Und Joelinton hat ein super Spiel gemacht. Ein Tor, wieder eine Vorlage. Also dieser Deal hat sich wirklich jetzt schon ausgezahlt, muss man sagen. Ja, wunderbar. Und was man der meiner Mannschaft echt lassen muss, die geben wirklich Gas und lassen sich da wirklich nicht, noch nicht, so gehen. Also mentalitätsmäßig glaube ich, ist das schon in Ordnung. So, jetzt schauen wir erstmal dritte Runde. Die Frage stellt sich, Trabzonspor, jawohl. Das ist mal jetzt ein Gegner. Das ist mal jetzt eine Hausnummer. Jawohl. Das ist ja, das ist genau das. So. Top. Echt gut. Wir haben eine Riesenmannschaft. Oh, das wird. Das ist doch mal. Jetzt als Außenseiter reingehen, das macht jetzt dann so richtig Spaß. Und da gehen wir dann richtig offensiv rein. Coole Sache. So, die Frage stellt sich, wie viel gab es denn Pokalprämie für das Erreichen der nächsten Pokal? 750.000. Ich meine, das ist für Fernsehgeld und Ding zusammen, aber 750.000 ist echt ordentlich. Das ist echt ordentlich. Man sieht hier schon unser Kontostand knapp fast 16 Millionen. Das ist nicht schlecht. So, Nationalmannschaft müssen wir auch noch machen. Habe ich noch überhaupt nicht angeschaut bis jetzt. Das muss ich auf jeden Fall auch mal angreifen. Ja, wunderbar. Dann schauen wir mal, Mandy, wie lange fällt er aus? 2 Wochen, das ist so Standardverletzungszeit scheinbar. Also, Verletzte haben wir genügend. Und Cretzo hier, der defensive Mittelfeldspieler, hat es auch gut gemacht hier. Also, das ist wirklich eine Option zu überlegen, ob man nicht mehr im Defensiven spielt. Und auch Jankov hat sein Spiel gut gemacht bis jetzt. Also, die Backup-Spieler sind ordentlich. Bin sehr zufrieden. So. Du bist müde.
Sie haben recht, ah, sehr gut. Das ist gut, weil dann ist er nicht beleidigt, wenn er jetzt nicht spielt und ich würde ihn tatsächlich noch mal draußen lassen. Der junge Mann hat es gut gemacht und bekommt das nächste Spiel dann noch. So. Ansonsten sind wir hier noch drei Verletzte, das ist wirklich nicht gut. Ja. Also João Linton hat das echt gut gemacht. Jetzt schauen wir mal, wann ist denn das Spiel gegen Tabson? Das ist unglaublich. Schon am 19. Also das ist schon, boah, schon enormes Pensum. Muss man sagen. Und jetzt sollte ich auf jeden Fall ihn nicht einwechseln, weil was auf jeden Fall passiert, wenn ich ihn jetzt einwechseln würde, dann ist der stinkig. Also lassen wir ihn einmal komplett draußen. So. Und Konstantin darf jetzt auch mal draußen bleiben und ich lasse jetzt Remy mal spielen von Anfang an. So. Das würde ich sagen, wäre jetzt mal die Startformation fürs nächste Spiel. Genau, Nisto bleibt auch draußen. Und wir könnten jetzt Ljajic spielen lassen und dann zur Halbzeit raustun. Das wäre mal eine Idee. Und dann Jankov für die zweite Halbzeit. Das wäre gut. Wunderbar. So. Und Koko wäre aber auch frischemäßig wieder da, also den könnten wir auch spielen lassen. 79 wäre sogar frischer. Dann macht man das so. Wunderbar. Also, dann würde ich sagen, wir sehen uns spätestens dann beim Spiel gegen Trabzon. Das werde ich auf jeden Fall aufnehmen. Und ja, ich bin gespannt, ob es weiter so katastrophal spannende Spiele gibt. Auf internationalen Bühne. Auf der anderen Seite, das sind schon jetzt tolle Gegner. Also das habe ich jetzt schon richtig Lust. Also, dann würde ich sagen, wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, beim nächsten Mal. Und bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und ciao, ciao.